Nein, das sind die Gutscheine für euch. Also in der Theorie ist das alles ein bisschen einzeln, ein bisschen anders geplant. Ich hab's jetzt gerade nicht. Aber eigentlich sollte das anders aussehen. Danke an Depresso CH und Senior Sick für den Support. Warum, wozu in Silber smurfen, wenn man auch in Challenger smurfen kann? Es ist halt, auf YouTube ist das der beliebteste Content, weil die Leute kennen ja das Normale alles schon und deswegen lieben die Leute halt so komplett überdrehtes Zeug. Und du kannst halt in Challenger, ich meine, mal ein Yasuo zu spielen, ist halt das höchste der Gefühle, weil wenn ich da mithalten möchte, muss mein Champion Pool halt sehr klein sein und ich muss halt sehr, sehr konservativ spielen, wisst ihr? Das ist leider einfach so. Danke an It's Tune für den Support. Willkommen, willkommen. Einen wundervollen wünsche ich. Guten Nachmittag, wie läuft der Climb? Ach, ich kann nicht klagen, Lilip. Nein, ich kann nicht klagen. Es ist erfreulich, sehr erfreulich. Was wäre aktuell deiner Meinung nach ein guter Toplaner auf Platin-Elo? Trindamer. Danke an Götzeus für den Support auch. Einen wundervollen wünsche ich. Genauso wie Eddie Diesel. Vielen lieben Dank auch da, werter Eddie Diesel. So, welcher Jungler ist aktuell broken? Wenn wir gegen Jankos spielen, sollten wir Nidalee bannen, tatsächlich. Ich glaube, wir sollten Nidalee bannen. Ich weiß nicht, ob wir gegen Jankos spielen. Das wird sich zeigen, aber... Let's try. Der war gerade in der Queue. Das ist wieder ein High-Elo-Game. Also, sollte passen. Xin Xiao. Na, Xin Xiao kann man auch bannen. Das stimmt, ja. Jarvan ist broken. Jarvan ist auch sehr stark, ja, das stimmt. Ich kann auch AP Jungle hier spielen, aber die Gegner können jetzt halt Lee Sin picken und Lee Sin ist schon sehr broken gerade. Also wenn die Lee picken, haben wir, glaube ich, ein bisschen ein Problem. Danke an Schwabbelqualle für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. I can also Gregors or Fiddle. Da ist ein Kane ist da. I don't mind. Alles klar. Dann pick ich Lee. Dann pick ich hier den Lee Sin. Gegen Kane spiele ich nämlich sehr, sehr ungern Gragas, weil ich finde, dass das Matchup, also du bist einfach zu langsam im Clearen als Gragas. Wobei, man muss natürlich dazu sagen, dass Lee Sin auch nicht den besten Clear hat gegenüber Kane, wahrscheinlich. Danke an Zwergi für den Support. Warum wird League nicht als illegales Glücksspiel gewertet? Es besteht zu einem großen Ausmaß an Glück Solo-Queue und man kann, wenn man High Challenger über Twitch mehr Geld machen. Eindeutig illegales Glücksspiel. Du hast den guten Scheiß, oder? Du hast den guten Scheiß. Was hast du denn geraucht? Puh, das ist, Wui, ne? Da würde ich auch gerne mal reingreifen, sag ich mal so. Das ist mein Lieblingstake der Woche. Ist schon ein guter Take, muss ich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Okay, unser Teamcomp ist echt scheiße. Okay. Let's go. Hoffentlich ist das nicht wieder Jankos, dann habe ich Angst. Don't do it, Jankos. Let me alone. Leute, Fußball ist illegales Glücksspiel. Die Frage ist, ne? Du denkst so eindimensional, Bruder. Die Frage ist doch, was ist kein illegales Glücksspiel? Lass das mal wirken auf dich, ne? Ich habe eine Findungsreise in Nepal gemacht und bin zu dem Schluss gekommen. Okay, ich höre schon auf. Lass uns hier mal ein bisschen jetzt fokussiert bleiben. Gegen wen spielen wir denn? Oh no.
Wenn Jankos das verliert. Ich schreib das lieber nicht. Der wird mich sowas jungle diffen, Der wird mich sowas von jungle diffen, der Kerl. Ja, die Gegner haben. Jankos, Runges, Hyonlei. Okay. My God, this. Ich habe die letzten 3-4 Mal, wo ich gegen Jankos gespielt habe, ich habe nicht mal mehr meine Camps gesehen, so wurde ich outclassed. Ich wurde so outclassed, ich habe nicht mal die Camps gesehen. Okay. Ich werde hier ein Wort stellen. Wort und dann Move. Das ist immer blöd, mit Lee den Wort zu verwenden, aber gegen Kane müssen wir wissen, ob er das hier klaut oder nicht. Verdient man als Twitch-Streamer wirklich gut? Ja. Twitch-Streamen ist extrem lukrativ, wenn du... Also es ist halt nur ein ganz kleiner Prozentsatz, aber wenn du in diesem oberen Prozentsatz bist, gerade Subscription-System ist unfassbar lukrativ für Content-Creator. Es gibt, glaube ich, keine Plattform, die ihre Creator so gut bezahlt wie Twitch. Viel davon hängt halt auch an Amazon und Twitch Prime, aber das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich crazy. Aber du brauchst halt eine gewisse Größe, ne? Das ist halt immer so das Problem. Und es haben natürlich sehr, sehr viele Leute haben diesen Traum, Streamer zu sein. Und es ist extrem schwer, alleine einen konstanten 1-3 Zuschauer-Dings aufzuziehen. Das ist unfassbar schwer. Wenn du da mal so 10, 20 Zuschauer hast, dann bist du echt schon im coolen Bereich, wo es richtig Spaß macht, auch zu streamen. Das ist da ein bisschen Chat-Interaktion. Sehr, sehr gut. Ja, rein bist du jetzt? Ich bin gerade Rang 30. Wir spielen gegen Jankovic im Jungle. Jetzt müssen wir uns erstmal, was sind unsere Ziele? Oh no, das waren nicht unsere Ziele. Was sind unsere Ziele? Katarina behind setzen, dass sie nicht roamen kann und nicht outjungled werden. Und ich bin jetzt schon outjungled, weil ich super ineffizient gejungelt habe. Ja, oh mein Gott, Auto gecancelt im Q. Und ich habe meinen Smite nicht eingesetzt, das heißt, ich muss hier instant smiten. Damit wir da keine Dings verlieren. Keine Effizienz. Wie schnell jungelt Kane? Ist Kane ein schneller Jungler? Botlane könnte hier zu mir kommen sogar. Ansonsten machen sie die Krabbe. Jetzt ist die Frage, kann ich denn verhindern, dass er Double Crabbt? Fighten wir für die Botside-Krabbe. Na, let's see. Der hat die schon, was? Nimmt der jetzt mal eine Crux? Wenn der jetzt mal eine Crux nimmt, ist das doch super bad, oder? Der nimmt jetzt meine Crux und dann bin ich schon ultra fucked, ja. Wenn ich das Q treffe, jetzt trotzdem nicht tot, ne? Aber wäre trotzdem sehr viel wert gewesen. Okay, das Game sieht nach einem absoluten Desaster aus, by the way. Und er hat es natürlich in die Base geschafft. Und seine Crux. Oh, sind ab. Er hat schon einen Kill und einen Assist gefunden. Am wenigsten habe ich was bekriegt wieder. Okay, so, jetzt können wir noch unsere Gromp nehmen und dann können wir resetten. Und dann brauchen wir eine Lösung hier. Der
Jankos sollte an den Raptoren sein und dann entweder Top- oder Botseite wieder parken. Den werden wir mal an der Botseite nehmen. Der macht Raptoren into Raptoren. Aber der hat auch schon ein Reset und hat eine Träne. Das heißt, wir können halt nicht contesten. Das heißt, der hat tatsächlich meine Botseite auch genommen jetzt. Jetzt kein Fachmann, aber das sieht nach einer Jungle Diff aus und einer halben. Mal kurz resetten. Es ist schwer, gegen einen so schnell klärenden Jungle nicht behind zu fallen, finde ich auch. Ich finde das so schwer. Vor allem, wenn das halt so richtig gute Jungler sind. Die wissen halt auch, was sie machen, muss man dazu sagen. Boah. Meint ihr, der probiert direkt on Cooldown meine Crux zu farmen? Wird der Drake genommen? What? But how efficient is this Polnisch Git? Jetzt kann er noch seine ganze Botseite nehmen. Dann ist er schon Level 6. Und die Krabbe können wir auch nicht contesten, weil wir überall behind sind. Oh mein Gott. Wir machen hier die Krabbe zusammen. Die ist schon weg, oder? Ja. Wir können probieren, zusammen da reinzulaufen, wenn er das möchte. Die Leona ist schon auf dem on the move. Sein Red wäre ab, aber den darf ich nicht contesten, weil er Level 6 ist und ich nicht. Er hat einfach die effizienteren Jungle-Routen gerade. Muss man. Also der hat einfach viel, viel effizientere Routen. Ich kann zu seinem Red gehen und den joinken. So ein kleiner, aber feiner Joink vielleicht. Er gankt Mitte. Actually krieg ich den jetzt. Oh mein Gott, er ist gestorben! Ja, ist denn schon Weihnachten? Da können wir seine Crux auch noch nehmen jetzt, oder? Okay. Wir Toplane Dive? Ist trotzdem ein Level über mir, oder was? Warum ist denn der trotzdem ein Level über mir, die Sau? Jetzt ist die Frage, geht der jetzt in meine Topseite rein? Oder macht der jetzt einfach Herald? Aber ich dachte, ich schütze jetzt meine Botseite, aber das war jetzt, glaube ich, nicht klug. Weil jetzt kann er ja einfach meine Topseite nehmen. Oder den Herald. Okay, die Leona ist da. Das heißt, er macht gerade auf jeden Fall Herald. Können wir das verhindern? Wahrscheinlich nicht, ne? Das heißt, er wird auch die Krabbe gerade machen. Aber mit der Krabbe kann ich ihn maybe contesten, ne? Okay, wenigstens einen. Kleiner Wermutstropfen hier. Er hat beide Objectives, hat mehr Kill Participations und ist im Farmerhead. Aber so schlecht schlagen wir uns nicht, okay? Wir schlagen uns legit nicht so schlecht. It's okay, no? Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich meine, er ist immerhin ein B-Tier-Jungler. Na ja, klar, er ist nicht Worlds gekommen. Also, wir können uns jetzt nicht zu sehr freuen, dass wir da mithalten, aber er ist okay. Ist ein LEC-Spieler.
Ja, ist das ja. Die Frage, können wir hier Botlane schützen gegen den Gank, der jetzt gleich kommt? Das ist die wichtige Frage. Und die Antwort ist höchstwahrscheinlich eine, die wir nicht gerne hören. Gut, gut. Mountain Drake hätte ich gerne. Schick mir das Aktion, ne? Komm. Hier vielleicht sein. Zu Drake, my friends, please. Get me the Drake. Ist der Canyon wahrscheinlich einmal meine Top-Seite jetzt, oder? Der alte Crossmapper. Ah, ne. Der will dort, glaube ich, schon fighten. Let's see. Ne, er crossmappt. Okay, alles klar. Oh, man. Big hier. Ocean brings life. Und ich krieg ja nicht alles oben. Okay. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Wie ist das denn? Nächstes ist ein Randbuff. Alle unten, das ist der Randbuff, ist isoliert gerade. Jetzt nimmt er wahrscheinlich wieder. Das ist, also, sorry, dass ich so ruhig bin, ne? Aber das ist halt legit. Ich invade eine Seite, er invade die andere Seite, ich invade eine Seite. Oh no. Legacy Ult up. What? Ich dachte, er hat keine Ult, aber ich dachte, der hat die hier oben verwendet und dass sie dann Cooldown hat bisher. My bad. Das war my bad. Einfach my bad. Da habe ich richtig verloren für auch. Ich hätte noch 2 Sekunden, dann hätte ich noch zurück. Das ist ein sehr dummer Tod, ey. Holy shit, der kostet so viel. Hat irgendwas benutzt? Nee. Ah! Da war bad. Da war so bad von mir. Yikes, der nimmt super viele Waves. Ist euch das auch? Also fällt euch das auf? Hätte ich muss ja auch, ich glaube, ich müsste auch ein bisschen mehr so rauspushen und Waves nehmen und so, damit ich mit dem mithalten kann. Vom Gefühl her. Mit dem seinem Tempo. Ist das hier, wenn es noch ab ist? Yep. Dann können wir die ganze Botseite nehmen.
Wenn die Lane sie nicht bekommen kann, ja, aber zum Beispiel da kann der Laner sie ja bekommen und der pusht sie trotzdem raus. Einfach nur, weil er damit sicher Head bringt und er den Wave State neutralisiert, ne? Dann ist, glaube ich, okay. Okay, der Kane muss eigentlich Botseite sein. Bei seinem Blue. Der wird dann in Topseite rein, Jungle? Können wir vielleicht unten? Hm. Ja, verstanden. Ist der schon Blue? Ja. Nicht Blue Kane. Ich bin mal da, aber der Kane wird auch kommen. Wobei der hochjungeln muss. An sich. Was kann er denn holen? Oh. Flash kicken sollen, da guess ich hätte auch Red smiten können. My bad, eh? Kriegen wir First Turret wenigstens? Ich habe nicht an die Gale Force gedacht. Nice. Das ist okay. War ein dummer Tod von mir, aber ich habe den Kill, wollte ich dem Zix lassen auf die Leona. Dann hat er den nicht bekommen. Dann habe ich da ein bisschen zu viel Schaden für gekriegt. Das war insgesamt sehr, sehr miserables Play von mir, leider. Krass, wie. Also, ne? Da sieht man auch, wie stark so AD-Carries sein können, wenn man das richtig spielt. War sehr, sehr gut gemacht. Oder beziehungsweise ich habe sehr schlecht gemacht, ne? Aber. Ist trotzdem worth für uns gewesen. Beide Sums bekommen, Gale Force bekommen, Ult bekommen, Kill of Six bekommen, First Turret für Six bekommen. Also, ist schon fein, aber es hätte nicht sein müssen, dass ich sterbe. Herald nehmen oder Top kann man dann. Sehr, sehr gut. Wir können den da oben töten, ne? Nein, er hat doch kein TP. That's not worth. Wir könnten noch alle hochkommen jetzt. Sind die Raptoren noch ab? Der wird meine ganze Botseite genommen. Oh no, ich komm. Habe ich dafür reingehen dürfen, leider. Ja, das ist bad, was du hier machst. But why? So bad. So very, very bad. We can't go, no, we cannot go. We cannot go, my friend. Unfortunately. Vielleicht da hätte ich vielleicht reingekonnt, aber bei dem Play. Ja, die sind halt alle dahinter. Das ist so risky, dafür zu gehen. Meinte ich, hätte da reingedurft? Ach, ich glaube, ich hätte es probieren sollen, ne? Weil sonst wir sind ein bisschen screwed sonst. Die outscalen uns so hart, die Gegner.
So. Oh, wow. Du musst halt irgendwas mal machen. Ich tue mir so schwer, hier auf der Karte richtig Impact zu haben. Na, mal sehen, mal sehen. Für den Set wird es auch sehr schwer hier, leider. Vor allem bei solchen Plays. Eine Botseite hier invaden oder so? Ich glaube, aktuell kann ich mich nicht bursten, oder? Alter, ich bin verloren, ne? Krass, wie stark der Drex ist. Ich hab dem leider keinen Schaden gemacht gegen seinen Thunderer. Hoffentlich können die nicht nashen, aber ich glaube, die können Xayah noch Flash. Hat die Exhausted auch? Ja, gell? Xayah noch Flash. No Exhaust. Das sieht einfach so aus, als wären wir outskilled worden, ehrlich gesagt, ja. Ich weiß nicht so recht, was wir da machen können gegen die. Mit einem 6 Ult-Steal. Come on. Aber wir sollten jetzt probieren zu fighten, ne? Wenn das irgendwie geht. Schade, ey. Das war nicht das schlechteste Game, aber ich hätte natürlich mehr machen können. Ich war so gefeedet, oder ich bin so gefeedet. Und ich krieg leider nichts, also nicht so richtig was gemacht. War wie so ein langsames Sterben. Unser Midlaner wird so hart outclassed, unser Botlane wird so hart outclassed. Na gut, ich wurde auch outclassed, I guess. Wir sind einfach outscaled worden, Schritt für Schritt für Schritt. Wow. That's a lot of damage. Ich hätte Red smiten müssen auf die. Ich hatte leider kein Wort zum Jumpen. Ihr habt gesehen, wie ich panisch da nach oben geschaut habe, um Wort zum Jumpen zu haben. Solo Queue oder Flaze? Das ist Solo Queue gerade. Ah, Manuel. Schade. Damit sind wir 1-1 für den heutigen Tag. Und ihr kriegt zum ersten Mal einen Gutschein. Direkt wieder Q und Jungle rausnehmen aus der Q, glaube ich. Ich will nicht gegen Jankos Jungle müssen. Das ist... Ich meine, obwohl, so schlecht war es ja nicht. Eigentlich können wir das schon replayen. Oder nochmal spielen. Steht heute noch Clash oder Flex Q an? Also, ich habe so viel Flex Q und Team Content jetzt die ganze Woche gemacht, dass ich ehrlich gesagt sagen muss, ich will meine Ruhe heute mal. Heute mache ich einfach einen Tag für mich. Ich will nur in Ruhe für mich Solo Q spielen, Hydro Games spielen, bisschen an mir arbeiten. Weil das wird mir ein bisschen zu viel. Jeden Abend Flex Q, dann jeden Tag Team, dann noch Clash dazu und so weiter. Das muss nicht sein. So. Das hier. Okay, also die einzige Chance, wie wir noch gewinnen, ist, wenn jemand von denen disconnected, glaube ich, tatsächlich.
Ja, kein Turret, Leute. Get the fuck out. Please, run, boy, run. Da hätte ich wahrscheinlich einfach mal kicken sollen, ey. Hier einfach mal kicken, das Game ist eh vorbei, ne? GG, well played. Schade, schade, ey. Gutes Game von den Gegnern. Ich sehe am Geisten, wenn du so glücklich spielst. Na, es war einfach ein bisschen zu viel die Woche, glaube ich. Na, ein bisschen zu geforst. Das ist okay. Wen honoren wir von den Leuten? Die haben eigentlich alle ziemlich schlecht gespielt. Der hat geflamed, ne? Der Fresh war noch am besten. Schade, schade, ey. 1-1. Ich hätte mehr machen können. Halt, wenn du Jungle spielst, oh, Triple Losing Lane ist so hart. Es ist so hart. Und dann auch noch gegen einen richtig guten Jungler, ne? Der hat mich dann auch ordentlich aufgerieben.